Herzlich willkommen zum ersten Video der Serie Videos erstellen mit VideoMaker FX. Ja, nochmal herzlich willkommen hier zu diesem ersten Tutorial zum VideoMaker FX. Und das soll jetzt mal einfach nur ein kleiner Überblick sein, um ein bisschen ein Verständnis dafür zu bekommen, wie einfach das mit dieser Software ist und welche Möglichkeiten man hat. Sie werden komplett erstaunt sein und ich starte jetzt mal einfach los. Es werden jetzt noch weitere Tutorials dann kommen, wo ich wirklich ins Detail gehe, wo ich vorstelle, welche Musik da drinnen enthalten ist. Ich werde die Templates genau durchsehen, dass Sie sehen, was Sie hier machen können und sich vielleicht ein Bild schon machen können, wie Sie das für Ihr Unternehmen oder vielleicht auch für Ihre lustigen Videos nutzen können. Ich möchte das zeigen, damit Sie wirklich sehen, was Sie bekommen. Ich starte jetzt mal ganz einfach. Ich habe hier in meiner unteren Symbolleiste einfach dieses VideoMaker FX Symbol. Das ist eine ganz normale Software, die man auf einfachste Art und Weise downloaden kann. Da klicke ich jetzt einmal drauf. Dann müsste sich das gleich öffnen. Hier habe ich schon. Das ist jetzt der Login-Bereich. Hier klicke ich auf Login. Und schon bin ich drinnen. Also das war jetzt schon mal ziemlich einfach, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt geht es hier weiter. Alles, was Sie jetzt machen müssen, ist folgendes. Entweder, wenn Sie ein neues Projekt starten möchten, dann gehen Sie einfach hier, wo schon dieser Pfeil hinzeigt, auf Create Project. Das ist, wenn Sie noch nichts gespeichert haben. Sollten Sie schon an einem Video arbeiten und das noch nicht fertig gemacht haben, weil es vielleicht aufwendig ist, dann gehen Sie einfach hier auf Open Project, da sind die gespeicherten drin. Wir starten jetzt aber ganz normal mit einem neuen. Ich klicke jetzt hier drauf, Create Project. Dann vergeben Sie hier einfach einen Namen, ich nenne das jetzt mal Test. Create Project. Und sobald das gemacht ist, leuchtet hier unten das Add Slide Menü auf. Das heißt, hier können Sie die erste Folie vom Video mit der ersten Folie einfach starten. Wenn Sie da draufklicken, Add Slide, dann öffnet sich das Menü und hier sind die ganzen verschiedenen Templates drinnen, die man nutzen kann. Also das sind wahnsinnig viele, das ist jetzt nämlich schon alles in dieser Basisversion enthalten. Und wenn Sie dann auf diese Zeilen klicken, dann sehen Sie schon mal, welche Möglichkeiten es hier gibt. Ich klicke jetzt mal hier zum Beispiel auf das Whiteboard. Dann hat man hier verschiedene Whiteboard-Möglichkeiten und sobald man hier draufklickt, bekommt man hier drüben eine Vorschau, wie das Ganze aussieht. Da kann man sich zum Beispiel Whiteboard, eine Präsentation, die 10 Sekunden dauert, 6 Sekunden, 8 Sekunden. Es wird einem immer gezeigt. Dann kann man auch hier zum Beispiel auswählen, die Hand, die etwas, Moment, das ist hier, oder auch nicht. Okay, jetzt, das war's. Die Hand eben, die etwas platziert, man sieht hier immer die Vorschau hier drüben. Also das ist absolut klasse und ja, ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt mal auf das Handgeschriebene. Wenn ich hier das auswähle, dann kann ich hier unten auf Add Slide klicken und jetzt komme ich direkt in das Menü von diesem Slide und hier kann ich das bereits für mich anpassen. Wenn Sie auf Text Area 1 klicken, haben Sie jetzt hier die Möglichkeit, einfach Ihren Text reinzuschreiben. Da schreibe ich herzlich willkommen und schon sieht man das hier drüben, das Ergebnis. Man kann das dann hier alles noch anpassen. Man hat zum Beispiel die Möglichkeit, ein Hintergrundbild hier hochzuladen. Ist auch eine Galerie mit Bildern drinnen, aber man kann auch seine eigenen verwenden. Aber das geht zu weit, da stelle ich dann noch alles vor in den weiteren Tutorials. Es soll jetzt mal nur ein kleiner Überblick sein. Wenn Sie dann das angepasst haben, können Sie sich das immer sofort ansehen, nämlich bei Preview Project. Wenn Sie hierher klicken, zeigt Ihnen VideoMaker FX sofort, was Sie bereits jetzt erstellt haben. Ich klicke jetzt einmal drauf. So sieht das Ganze aus. Das ist jetzt dann auch in Echtzeit. Und ja, das war's dann schon. Wenn Sie hier unten dann weiterklicken auf Add Slide, öffnet sich sofort wieder das Menü und Sie können einen anderen Slide hier reinpacken. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Charakter Anna gehe, sehen Sie hier wieder eine Vorschau, wie das Ganze aussieht. Kann man das verwenden oder auch das. Auch wenn Sie hier wieder reingehen auf Add Slide, haben Sie sofort wieder die Möglichkeit, wenn Sie auf Text gehen,
hier Ihren eigenen Text reinzuschreiben. Zum Beispiel schreibe ich jetzt nochmal herzlich willkommen. Das tut zwar jetzt nichts zur Sache, aber ich will es ja nur zeigen. Hier hat man die ganzen Text-Areas und da kann man überall seinen eigenen Text einfügen. Also das kann man anpassen, wie man möchte. Das ist eine ziemlich coole Sache. Wenn ich jetzt hier wieder auf Preview Project gehe, dann sehen Sie jetzt alles, was wir erstellt haben. Das ist jetzt natürlich absolut nicht angepasst. Ich habe die Zeit nicht eingestellt bei diesem Whiteboard. Aber Sie sehen, es zeigt sofort alles, was hier bereits drinnen ist. Okay, ich denke mal, das ist jetzt zu weit genug. Man kann dann eben, wenn man weitermachen möchte, einfach dieses Projekt speichern. Dann kann man beim nächsten Einstieg das Ganze wieder verwenden und weitermachen. Ja, und exportieren geht auch ganz einfach. Wenn ich hier auf Export Project gehe, stellen Sie einfach Ihren Zielort ein, wo Sie das hinspeichern möchten. Wenn Sie auf Start Video Export klicken, dann beginnt es sofort, das Video downzuloaden in Ihren Ordner. Das geht wahnsinnig schnell. Sie sehen es, wie schnell das geht. Ich stoppe das aber jetzt wieder, weil ja das Video Quatsch ist. Es soll jetzt nur ein kleiner Überblick sein. Ja, ich würde sagen, zum ersten Überblick war es das. Und ja, es kommt in den nächsten Tagen dann das weitere Tutorial, wo ich dann mal ein bisschen in die Tiefe gehe und genauer vorstelle, was hier alles drinnen ist. Gut, das war's zu diesem Video. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Ich würde mich auch über ein Gefällt mir freuen. Den Kanal können Sie abonnieren. Es ist hier irgendwo ein Link, wo Sie das mit einem Klick machen können. Und wenn Sie diese Software erwerben möchten, klicken Sie einfach auf den Link unter dieses Video, dann kommen Sie auf die Originalpräsentation des Videos und ja, können Sie kaufen. Wie gesagt, das ist ein Schnäppchen, kostet zurzeit noch um die 50 Euro, soll aber dann teurer werden, hat mir der Creator gesagt, also der das Video, diese Software erstellt hat, möchte es um das Fünffache dann mal verkaufen, denn sehr lange ist es ja noch nicht auf dem Markt. Also ich würde jetzt zuschlagen, klicken Sie jetzt auf den Link unter dem Video und holen Sie sich Ihre Kopie, Sie werden begeistert sein. Gut, das war's jetzt zu diesem Tutorial, wir sehen uns dann in Kürze im nächsten. Wiedersehen.